Hallo und willkommen zum Tutorial. Heute spiele ich wieder Minecraft und zeige euch, wie ihr bei Minecraft ein Haus unter Wasser baut. Das ist meine Holzvilla und unter diese Villa will ich jetzt ein Unterwasserhaus bauen, wo man über ein Loch, ein einziges Loch in die Tiefe reinkommt. Am besten bauen wir 7 mal nach unten. Einen haben wir schon, also 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt brauchen und 8 zur Seite. Machen wir das Ganze gleich mal. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Und das Ganze auch in die Höhe. Was passiert, wenn wir es hier jetzt wegbauen? Nee, das gefällt mir hier gerade gar nicht. Dann würde ich sagen, hier noch einen hin und noch einen nach unten. Gut, hat auch einen Vorteil. Das kommt eh noch weg. Das spielt jetzt keine Rolle, nur so, dass es verdeckt ist. Jetzt müssen wir mal sehen, wie viele Blöcke das in die Höhe sind. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ich muss nur noch sehen, ob das korrekt ist. 5, 6, 7. Ja, das müsste in Ordnung sein. So, jetzt bauen wir. Muss man gucken. Ja, genau, in die Richtung wollte ich. Ich glaube, die Weite, sie ist nicht übertrieben. Ja, und jetzt müssen wir halt Mist, dass hier kein Licht ist. Das beleuchten wir mal eben. Das sind jetzt 4. 5. 6. Und 7. So. Aber wir dürfen den ja nicht mitzählen. Sind es jetzt immer noch 7? 1, 2, 3, 4, 5. Von unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Und da bauen wir jetzt einfach die alle, die ganzen, auch noch weg. Nach da. Bis zu diesem Punkt. Das mache ich jetzt mal bis gleich. So, da waren hier vor ein bisschen Wolle, die ich aus Versehen weggebaute Steine, die ich dafür ersetzt habe. Das war ein Fehler, weil, naja, war nicht direkt ein Fehler, aber ich weiß nicht, ob dann das Wasser, was wir nachher hier hinkippen, durchsägt. So sieht das aus. Jetzt muss ich hier noch ein bisschen weiter bauen, mal als Zwischenüberblick. Bis gleich.
So, hier bin ich wieder. Der Raum wäre dann jetzt damit fertig. Also leergeräumt. Jetzt bauen wir, wir haben ja 7 in die Tiefe, jetzt bauen wir 5 Glas, sag ich mal. 5-mal Glas in die Höhe. Ein Quadrat. Überall im Abstand von einem zur Mauer. Aber da einfach nur den Rand. In der Mitte, das bleibt alles. So, das mache ich jetzt. Dann bis gleich. So, hier bin ich wieder. So muss das aussehen. Hier ist noch alles beim Alten. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Jetzt bauen wir erstmal die Treppe nach oben, nach draußen. Hey. Das, na gut, das kann so bleiben. Okay, jetzt wundern sich vielleicht manche, die Fackeln, die gehen doch gleich aus. Ja, das tun sie. Das soll auch so sein. Allerdings bauen wir jetzt erstmal noch das Dach. So. Und dann ist es noch nicht fertig. Dann muss noch eine kleine Ergänzung folgen. So, jetzt nochmal kontrollieren, ob hier alles zu ist. Hier ist schon der erste, die erste Lücke. Hier noch eine. So, jetzt kommt ein etwas schwieriger Teil. Da weiß ich nämlich noch nicht genau, wie ich es erledige. Jedenfalls auch 5-mal. Obwohl, nee, halt mal. Hier 1, 2 und 3. Shit, komm. Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? 1, 2, 3. Da muss der Stein hin. Dann baue ich da mal alles weg kurz. Das würde ja heißen, ja. Das tut es. Nee, wir machen das ganz anders. Wir machen. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Achso, ja. Hier. Stein muss wieder hin. Leiter war total überflüssig ab hier. So, jetzt nochmal Kontrolle. Der Reihe in die Höhe, das ist korrekt. Und die Leiter muss hier. Und hier auch noch. Oder auch nicht. Doch, doch, doch. Zack. Shit. Das muss ein bisschen größer werden. Das muss nämlich hier hin. Denn jetzt kommt das Schwierige, nämlich hier zack, zack. Doch noch nicht. Ach ja. Gehen wir mal einfach auf Nummer sicher und machen das hier. Ja, anders geht's gar nicht. Jo.
Jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Das habe ich befürchtet, ehe noch irgendein Dreck passiert. Das wollte ich nicht. Aber es ist ja nichts passiert, alles ist gut. Und so, jetzt müssen wir den Wassereimer nehmen. Hier fängt er an, zwei. Beim dritten muss dieser anfangen. Und dieses Glas muss nach oben gebaut werden. Ich muss hier ja noch irgendwie rauskommen. Ja, das muss ich. Ja, das machen wir dann. Ja, okay, das ist alles gut. Dann hier überall Wasser. Dort hätten die ziehen müssen. Das hätte auch nicht gesollt. Egal. Zack. Ich hoffe, dass gleich alles korrekt abläuft. Jetzt ist nämlich die Fackel weg. Ein Glück ist dort noch ein klitzekleiner Lichtschein. Ah, jetzt kommt mein nächstes Problem. Aber das haben wir auch gleich gelöst. Nee, zack. Ich muss einmal kurz die Zeit kontrollieren. Noch ist alles im grünen Bereich. So. Jetzt muss ich verdammt nochmal irgendwie hier kommen. Jetzt wird es so gesagt gefährlich. Das ist gerade ein Krampf. So, 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 so. Ach, lassen wir es, dann machen wir es so. Das ist jetzt Spekulationen, also ein Scheiß. Gut, gleich haben wir es. Schon mal Glas. Und jetzt klappt alles wie geplant. Jetzt tun wir hier Licht rein. Hier können wir uns ein Bett reintun und alles Mögliche. Und hier ist jetzt kein Wasser. Naja, egal. Ein klitzekleiner Fehler macht es ja nicht aus. So baut ihr ein kleines Haus unter Wasser. Das könnt ihr natürlich alles länger machen. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal.